Und damit willkommen zurück zu Dungeons of Infinity, Leute. Es geht wieder weiter in eine neue Runde. Und heute ist mal eine besondere Folge dran, denn ich würde heute gerne mal einen Swordless Run versuchen. Ohne Bonus-Item, ohne Challenge. Das ist unsere eigene Challenge, die wir uns createn. Das heißt, das Erste, was wir machen, wir droppen unser Sword. Oh, tut das weh. Okay. Ja, wir spielen mit Evoli. Denn Evoli braucht kein Schwert. Oh Mann, Leute, das wird mega stressig. So. Nein. So. Okay. Wir haben am Anfang nur Bomben als Waffen und Krüke. Ah! Swordless Quest Enable. Now swords will be generated during the game. Ah, cool. Das ist quasi schon eingebaut. Das wusste ich gar nicht. Ah, das heißt, wenn man ohne Schwert betritt, dann wird das... Das ist ja cool. Das heißt, das Schwert wird im Shop-Item jetzt gar nicht angeboten. Oder beziehungsweise kann man nicht in Kisten finden. Das ist ja cool. Ey, das ist ja mega schon. Okay, ich bin gespannt. Bin gespannt, wie das heute wird. So, pass auf. Wir haben jetzt erstmal hier Krüge. So, Bomben, geil. So, ich glaube, wir sollten sparsam sein mit den Krügen. Ich nehme mal einen mit und gehe in den nächsten Raum. Oh, guck mal, das fängt gut an hier. Sehr schön, erstmal zwei Schatzkisten. Am besten erstmal schön Fluch. Okay, geil, ja. Wir brauchen erstmal viele Sachen, mit denen wir uns wehren können. Ich denke, das ist immer gut. Und hier haben wir sogar noch eine Schatzkiste mit nochmal 75 Rubinen. Das fängt gut an, Leute. Bin begeistert. So, da haben wir wieder einen Gegner. Zack. Zack. So. Das ist ein One-Hit. Okay, wir haben hier nicht so viele Krüge. Ich würde wirklich erstmal mit dem, was ich habe, ne? Alles Mögliche versuchen erstmal zu sparen. Aber doch irgendwie versuchen, alle Gegner mitzunehmen. So, warte mal, der andere, den können wir One-Hit. Zack. Der bringt aber nichts. So. Aber. Shit, ich hab daneben geworfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schnell weg hier. Okay, mit denen kann ich erstmal nichts weiter machen. Ja, wir brauchen halt Waffen, mit denen wir. Das wird schwierig. Ey, das wird so schwierig. Okay, da kann ich einen töten. Und hier habe ich doch die Möglichkeit, nochmal ein paar Krüge mitzunehmen, ne? So, hier gibt es schön Herzchen, by the way. Also hier haue ich die erstmal für Stück alle weg. Sehr schön. Ja, der Vorteil ist, wir sparen einen Platz im Inventar. Der Nachteil ist, alle Gegner werden mega kacke zu uns sein. Okay, aber wir hatten schon echt Glück, muss ich sagen. Wir haben schon ordentlich Kohle bekommen. Die Frage ist nur... Boah. Ich glaube, jetzt ist es auch worth, sich mal einen Bumerang oder so zu kaufen. Ich hätte den Krug nicht kaputt machen sollen. Ach, guck mal, hier hätte ich da auch... Ja, nee, hätte ich nicht. Okay, was ist denn jetzt die Message hinter der ganzen Sache? Wir sind jetzt hier einmal rumgelaufen. Hier unten geht's weiter, okay. Den kann ich auch nicht töten. Okay, weiter geht's. Da ist der Key. Hier könnte ich einen... Ach, kacke. Könnte. Aber das hat nicht funktioniert. So, schnell weg. Ich muss Items sparen. Würde ich sagen, solange wir nicht wirklich unbedingt Gegner töten müssen, würde ich hier auch nichts weiter anstellen. Wo ist denn der... Wo ist denn die Schlüsseltür? Ah, ich glaube, Evoli passt sehr, sehr gut für diesen Run. Wo ist denn die Schlüsseltür? Okay, hier ist auch nichts weiter. Bin ich blind? Schlüsseltür? Hä? Da unten war die doch nicht, oder? Wo ist die Schlüsseltür? Hä? Ach, hier. Okay. So.
Ja, die kann ich jetzt auch alle nicht. Ich könnte so ein Ding usen, aber will ich das? Ich glaube, das mache ich eher für später, oder? Klar können die halt alle Geld droppen, aber... Nee. Nee, behalte ich für später. Ist mir sonst zu... zu squishy hier alles. Okay. Ja, Leute, das wird mega interessant hier werden. Ohne Schwert. Also ich glaube, ich habe wirklich Bock, mir da einen Boomerang zu kaufen oder sowas. Oder auch erstmal einen Stab, mit dem man sich wehren kann. Wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Hier können wir aktuell halt gar nichts machen. Guck mal. Da geht... Oh, ja, geil. Ja, Biene. Nice. Ja. Für das Geheimnis war es aber relativ low, finde ich. Okay, wir haben hier den Köcher. Oder den Umhang. Beides könnte potenziell geil sein. Wenn wir den Bogen finden würden. Aber aktuell brauche ich beides nicht. Das ist leider die traurige Wahrheit. Okay, hier haben wir noch nichts. Und weiter geht's. Tja. Yay, die Karte. Das ist das, was ich brauche. Die Frage ist, müssen wir jetzt irgendwo einen Gegner umbringen? Ich glaube, ja. Wir müssen irgendwo einen Gegner töten, Leute. Nach links ging es ja hier nicht, ne? Nee. Irgendwo müssen wir Gegner töten. Weil wahrscheinlich irgendwo einer einen Schlüssel droppen lässt. Das heißt, hier würde ich sagen, oder hier. Das ist jetzt halt die Frage. Aber ich würde sagen, wir versuchen es erstmal hier. Kommt mal zusammen. Tja. Oder halt hier. Ja, die wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Wäre irgendwie auch am logischsten, ne? Weil das der letzte Raum ist. Okay. Auf sowas muss ich achten, weil ich glaube, wir können uns hier auch schnell festfahren. Ich glaube, das ist relativ schnell möglich, dass wir das, dass das passiert. 25 Pfeile. Sehr schön. So, den haben wir weg. Genauso wie den. Oh. Tür ist auf. Haben wir hier noch Gegner? Hallo? Ich würde mal einen Krug mitnehmen, glaube ich. Jo. Und hauen wir direkt hier noch. Ja, es ist halt die Sache, ne? Es kann halt unter jedem Krug kann hier was sein. Es sieht so lustig aus wie Evoli. Er ist Tricks mit dem Kopf, ne? Ist sehr authentisch, muss ich sagen. Hier ist auch wieder gar keiner. Hey, sag mal. Ist überhaupt nichts los hier. Aber ich will die Krüge kaputt machen, weil da könnte halt auch Geld drin sein, ne? Oder eine Fee. So, ich glaube, oben waren nur Herzen drin. Ja, ist das schwierig, Leute. Es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Wir müssen halt wirklich Glück haben, dass wir am Anfang irgendwie eine Waffe bekommen. So, kriegen wir eine Schatzkiste? Schade. So, hier haben wir Fledermäuse. Die jucken mich eher nicht. Okay, Ich weiß nicht. Sag mal, wie machen wir eigentlich den ersten Boss? Wir müssen ja irgendwo den Bogen bekommen, oder? Ich kaufe erstmal nichts. Ich spare erstmal mein Geld. Jetzt kriegen wir einen Kompass. Das wird alles sehr, sehr interessant noch werden. Okay. Und was passiert, wenn hinter mir die Tür zugeht? Da bin ich ja auch verloren. Oh Gott. Dann bin ich auch einfach verloren. Wenn ich nicht irgendwie irgendwas dabei habe, was mich noch in letzter Sekunde retten kann. Ah, weg.
Wir sind so squishy, ey. Oh Gott. Okay, der gibt mir Kohle. Tschüss. Ich töte erstmal nichts, was ich nicht töten muss. Nochmal 100 Rubine. 10 Rubine und der Schlüssel. Aber wir müssen jetzt hier wirklich irgendwie mal eine Waffe bekommen, weil es kommt ja jetzt der Boss. Ich sag mal, sobald wir den Boss geschafft haben, ist das alles nicht mehr so wichtig, weil dann, ne, kommen wir ins Dorf als nächstes. Aber selbst das ist auch nervig, bis zum Dorf noch, 4 und 5. Boah, das wird alles mega anstrengend werden, Leute. Ach du Kacke. Hilfe! Hilfe! Okay. Ich ignoriere erstmal alles. So, einfach durchlatschen. Hier muss ich... Okay, ich wollte gerade sagen, ich muss hier alle Gegner töten, aber nein. Das stimmt nicht. Miau. Tschüss. Ich denke, geldmäßig sind wir gut unterwegs. Wir bräuchten jetzt nur mal... Haben wir irgendwo einen Shop? Ja, da hinten kommt ein fetter Shop. Okay. Ich töte mal ein paar Fledermäuse. So. Hier unten geht's nirgendwo rein, ne? Nee. Hier oben könnte was sein, ist aber auch nicht. Okay, weiter geht's. Zack, zack. Okay, haben wir schon mal einen weniger. Die, natürlich. Schlange wollte ich noch töten. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Mal wieder. Okay, wo ist der Shop? Da würde ich gerne erstmal hingehen, wenn das irgendwie möglich ist. Die können wir töten. Oh, sehr gut, der Schlüssel. Zack. Okay, wir haben halt aktuell auch gar keine Heil-Items, ne? Zero-Hammer. Ich weiß nicht, ob ich da runtergehen soll. Ich lasse es mal noch. Okay. Da haben wir eine sprengbare Wand. Haben wir hier noch eine Fackel? Nee. Kann ich hier was verschieben? Nee, hier sieht alles gleich aus. Okay, aber hier, das sieht auffällig aus, oder? Sieht's nicht, aber... Ja, okay. Zumindest ist die Schlange gestorben. Was mir aber auch gar nichts bringt. Nope. Okay. Ich gehe mal hier hoch. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Jetzt muss ich alle töten. Okay. Yes. Okay, sehr, sehr gut. Das hat funktioniert. Alter, das ist... Boah, du musst mega wirtschaften, glaube ich, mit deinen Items. Sonst verkackt man hier. Ich sehe hier auch nichts, was ich verschieben kann. Heißt, ich gehe weiter. Oh, hier ist wieder viel los. So, ach, was? Schon wieder ein Schlüssel, den ich mir holen muss. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Oh, Kacke. Okay, wir sind wieder zurück. Ich glaube, da oben... Ich glaube, da oben muss ich alle Gegner töten, damit ich die Schlüssel bekomme, oder? Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Leute, es ist gleich vorbei. Es ist gleich vorbei. Es läuft eigentlich mega gut. Gehen wir mal hier rein. Okay, hier können wir zumindest... uns ein bisschen wehren. Ah, kriegen aber auch gar nichts. Okay, können wir hier was verschieben? Ich guck mal ganz kurz. Sieht aber... Ne, sieht nicht danach aus. Okay, war ein useless Raum. Ja, Leute, wir haben jetzt noch 2 Bomben. Alter, das ist aber heftig. Krieg ich hier noch Schlüssel? Oh. Ja, das heißt, ich muss jetzt auf gut Glück Gegner töten.
Okay, ich hab schlecht gewirtschaftet, glaube ich. Ich habe zwei meiner Feuerdinger, glaube ich, sehr, sehr sinnlos verwendet. Also ich denke, es wäre easy möglich gewesen, hier weiterzukommen, wenn ich... Oh, Kacke. So. Okay. Ich denke, hier hätte ich die Gegner töten müssen. Ja, Leute, das war der erste Run, würde ich sagen. Okay, New Game. Ich glaube, es könnte sein, dass wir uns vielleicht in diesem Spiel oder in dieser Challenge die Zähne ausbeißen. Vielleicht wäre es auch hier geil, wenn man sich ein Start-Item mitnimmt. Hier, wir kriegen Mana. Okay, auf in eine neue Runde. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Okay, es war eigentlich echt ein geiler Start, muss ich sagen. Wir hätten halt nur ein bisschen Rüstung bekommen müssen und eine andere alternative Fernkampfwaffe erstmal. Aber gut, ich habe es kapiert. Wir müssen auf jeden Fall sehr sparsam sein. Und ich bin schon wieder doof, dass ich die Krüge weghaue, ne? Okay, das ist gut. Oh, sogar zwei Stück. Nice. Ja, ich darf die Krüge nicht einfach wegschmeißen. Oh, 10 Pfeile. Bitte irgendwo einen Bogen. Ich brauche einen Bogen, Leute. Ah. Ja, das ist doof. Okay, hier nützen mir die Krüge jetzt gar nichts. Ja, es ist immer so eine Sache zwischen... Nehme ich die Krüge jetzt mit? Lasse ich sie stehen? Aber sobald ich halt einen Gegner habe, der einen Krug aushält, ist es halt sinnlos, den Krug mitzunehmen. Aber gut. Okay, weiter geht's. Hier auf jeden Fall eine Bombe und... Kill. Okay. Ja, ja. Ah. Ah. Ich meine, sind keine schlechten Items, aber... Bogen wäre es halt gewesen, ne? Okay, sind schon mal zwei weniger. Ja, wir haben Feuerorbs. Nice to have, aber... Hm. Oh Gott. Miau. Okay, weiter geht's. Da ist die Schlüsseltür. Der hätte halt auch schon tot sein können. Das war wieder Fail von mir. Oh, sehr schön. Bisschen Kohle. Yay. Ansonsten war es das aber auch. Gut, hier haben wir mal eine Schatzkiste. 40 Pfeile. Viel zu viele. Boah, komm, ich brauche einen Bogen. Mit so vielen Pfeilen brauche ich jetzt unbedingt einen Bogen. Ja, Leute, die ganze Zeit nie Bock gehabt auf einen Bogen, ne? Und jetzt will er ihn haben. Jetzt will er einfach den Bogen haben. Okay, hier sind sehr, sehr viele Gegner drin. Dann haben wir hier noch eine Schlüsseltür. Es geht auch nach oben. Da würde ich jetzt erstmal lang gehen. So, zack. Aua. Yes, Schatzkiste. Okay, jetzt die Spine. Nehmen wir mit. Hm. Komm. Ich hoffe einfach auf den Bogen, Leute. Für 90 Rubine nehmen wir das Ding mit. Hä? Alter. Ich habe sie genau getroffen. Okay, jetzt aber komm. Zack. Zack. Okay, nice. Zwei Snakes sind tot. Und hier renne ich einfach mal schnell durch. Sind das Gegner, die ich töten kann? Nee. Also nicht mit einem Krug zumindest. Deswegen nehmen wir den Krug erstmal mit. So. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch. Nice, nice, nice. Okay, ein bisschen Geld, ja. Jetzt könnten wir uns den Herzcontainer noch holen. Was meinten ihr? Aber ich will erstmal eine Waffe haben. Das ist eigentlich eher das... mein Problem.
Oh. Oh, cooles Elixier, Wahnsinn. Auch wieder nice to have, aber naja. So, da ist der Schlüssel. Ich will erstmal eine Waffe haben, Leute. Solange spare ich mein Geld. Wenn ich eine Waffe habe, dann können wir andere Dinge kaufen. Ja, aber alles nützt mir halt nichts, wenn ich mich nicht wehren kann und in irgendeinen Raum eingesperrt werde. Bringt's mir halt nichts, ne? So, war ich hier schon drin? Achso, ja, hier ist der Startraum. Klar, war ich hier drin. Eieieiei. Okay. Rein hier. Da ist er. Scheiße. Ich hätte mir einfach kaufen können, ne? Das ist sehr nervig. Ich hätte ihn einfach haben können. Hä, und jetzt? Achso, unten geht's weiter. Tja, ich hoffe stark, dass wir vielleicht irgendwo noch ein Geheimnis finden. Ja, die kann ich ja auch wieder nicht alle machen hier. Ja, mehr Geld bitte. Okay, Tür ist aufgegangen. Ja, ich glaube, lange geht das hier auch nicht mehr. Ich könnte dann auf gut Glück noch ein paar Gegner töten. Ja, guck mal, da ist vorbei. Ich könnte auf gut Glück noch Gegner töten. Aber ich glaube nicht dran. Tja. Mein Fail. Hätte ich mir die Tasche nicht gekauft, hätte ich mir jetzt einen Bogen kaufen können. Ja, das war dumm von mir. Das war einfach nur dumm von mir. Ach, Mann. Sehr ärgerlich. Okay. Ja, also man muss wirklich, glaube ich, erstmal das Glück haben, dass man ein Item bekommt und dann kann man sagen, yo, jetzt kann der Run starten. Aber ja, vorher brauchst du wirklich einfach nur Luck und musst ein bisschen wirtschaften. So war. Ich muss den Gegner töten, ne? Ich glaube, das mache ich mit einer. Schaffe ich das mit einer Bombe? Ich will meine Bomben nicht verschwenden. Ja, aber ich muss das machen. Was? Ich bin mitten in dich reingelatscht, du Idiot. Das ist ja super ärgerlich. Jetzt muss ich da echt meinen Schlüssel für verschwenden. Mein Orb dafür verschwenden. Okay, den kann ich so töten. Komm mal raus. Sehr schön. War jetzt aber auch nicht. Ja. So krass. Okay, wir können noch unten. Ich gehe erstmal nach links, weil da waren zwei Schatzkisten. Bomben immer geil. 40 Rubine. So, jetzt könnte man. Jetzt hätten wir theoretisch uns das Ding kaufen können. Ah, kann ich nicht nochmal zurückgehen, Leute? Na, das wäre auch geil. Aber ich habe auch gar nicht sowas bekommen halt, ne? Bis jetzt. Lebenmäßig sieht es halt aktuell auch wieder nicht so geil aus. Schwierig alles. Okay, Pfeile sind geil. Ah. Ja, es war einfach wieder meine Schuld, Leute. Ich hätte ihn haben können. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ja, musste jetzt sein. Ich wäre sonst gestorben. Glaube ich. Schatzkiste, Schatzkiste. Mana. Kein Mensch braucht Mana. Nein! Okay, egal. So, er hier. Gib her das Ding. Alter. Oh nein, ich muss sie alle töten.
Das ist mein Tod. Oh Leute, das wird... Ah, das wird mega anstrengend. Ich brauche irgendein Item. Ich brauche... Keine Ahnung. Ich benutze mal kurz am Anfang mein Schwert, um die Büschel wegzumachen, ja. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, jetzt droppen wir das. Das ist schon mal ein besserer Start. Jetzt haben wir schon mal 6 Bomben. Das gefällt mir. So. Okay. Ja, ich dachte mir schon, dass das anstrengend wird. Aber ich dachte, wir bekommen mehr Items, mit denen wir arbeiten können. Okay, schon mal ein bisschen Geld. Okay, ich kaufe mir jetzt nichts, bevor ich nicht eine Waffe habe, Leute. Ich kaufe mir kein Item, bevor ich nicht eine Waffe habe. Alles andere ist, glaube ich, dumm. So. Okay. Ba, 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 ba. Du, 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 du. Keine Krüge. Ich gehe nach unten. Und bin eingesperrt. Okay. Hier kann ich zumindest einen töten. Und hier ist der Schlüssel drin. Okay, cool. Wahnsinn, ey Leute, das wird so schwer werden. Okay. Nein, ich habe daneben geworfen. Zack. Zack. Bam. Also der Gegnertyp, den mag ich echt am liebsten, ey. Ist halt einfach so. Die lassen sich so schön töten. Sehr schön. Okay, raus hier. Wir haben 4 Bomben und eine Heilung. Nein. Okay, weiter geht's. Ah! Okay. Wir haben zumindest ein bisschen Heilung bekommen. Ist auch erstmal nicht schlecht für den Start. Okay, wir brauchen hier direkt einen Schlüssel. Und hier ist direkt eine Schatzkiste. Noch mehr Heilung. Mann, gib mir eine Waffe. Ich brauche eine verdammte Waffe. Oh Gott, hier ist schon wieder einiges los. Fluchabwehr, ja okay. Kann man machen. So, geht mal weg hier. Ich bin Arzt, ich muss durch. Komm, gib mir die Kiste. Mann. Das wird nichts sein, oder? Das wird nichts sein. Okay, ich geh mal nach unten. Ja! Okay, wir haben schon mal ordentlich Geld. Und nochmal 5 Bomben. Pass auf, ich habe jetzt ordentlich Bomben bekommen. Dann probiere ich jetzt doch nochmal aus. Oh Gott. Ich glaube, das war Fail, aber naja, egal. Zack. Okay, ein Gegner weniger. Ich renne hier mal kurz durch. Ah. Sehr schön. Hi. Kacke. Daneben geworfen. Sehr schön. So, und die würde ich sagen, haben wir auch nochmal schnell weg. Okay, dann ist hier geklärt. Ich hau mir mal eine Soda rein. Und wo mein Schlüssel? Okay. Hier sind sehr viele Krüge. Ey. Ihr seht nur Krüge, aber für mich sind es potenzielle Waffen. Ich glaube, die Tür geht hinter mir zu. Ja. Wo war denn die Schlüsseltür? Die war oben rechts, glaube ich, ne? Links. Okay. Bam. Jetzt wäre doch mal ein Shop geil, oder? Nö.
Okay, hier ist auch wieder gar nichts. Oh Mann. Geh weg, Snake. Kein Shop, rein gar nichts. So, ein Krug. Ja. Ja. Sehr schön. Wieder ein bisschen Kohle bekommen. Den Schild nehme ich mit. Herz, lass mal liegen. So, jawohl. Und weiter geht's. Ich glaube, jetzt kommen wir gleich in Etage 3. Okay, läuft schon mal besser als die letzten Runs, finde ich. Wir haben viele Bomben, wir haben Heilung, wir haben... Ja, ein Antidot ist okay. Und ein Schild. Ein Schild ist schon mal ganz cool. Keine Kiste. Traurig. Okay, wir haben hier... Geil. Ja. Das gefällt mir. Okay, wir sind schon mal gegen... Oh, da ist ein fetter Shop. Okay, ich hoffe, bitte lass da ein Bogen dabei sein. Oder irgendwas anderes. Mindestens eine andere Sache. Oh, stimmt, die halten jetzt drei Schläge aus. Aber es ist schon ziemlich gut, dass wir jetzt... Ey, zwei Rüstung. Zwei Rüstung ist super. Mega. Okay, das könnte der Run werden. Könnte. Ich sehe nichts, was ich schieben könnte. Oh. Okay, ich muss den töten. Okay. Nehme ich mal. Solche Räume sind halt echt mega böse. Dafür sollte ich auf jeden Fall immer irgendwas parat haben. Beim schlimmsten Fall komme ich halt nicht mehr raus, ne? Okay, wir haben... Da geht's nach oben? Ja, ich gehe erstmal nach unten. Ja. Okay, ich habe keinen Platz, oder? Ja, komm. Drop den Kompass. Das Geld brauchen wir auf jeden Fall später. Und hier gehen wir nach links. Hier ist leider gar nichts weiter. Nö. Okay, wir müssen nach oben weiter. Oder wir brauchen noch einen Schlüssel irgendwo. Nee, brauchen wir nicht. Okay, geht's noch weiter nach... Aber das ist Rückweg, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, ich jetzt hier einen Schlüssel. Ah, hier ist der Shop. Okay, Bogen, Leute. Aber wir haben jetzt diesmal mal gar keine Pfeile, ne? Ah, oh, ist das nervig. Und der Bogen ist auch noch so teuer. Aber wir müssen den nehmen, Leute. Wir müssen den einfach nehmen. Und hoffen, dass wir irgendwo Pfeile kriegen. Achso. Oh, ist auch noch Platz. Ach, ist das alles nervig. Ja, theoretisch bräuchte ich das jetzt nicht. Aber ich mache die Heilung weg. Jetzt brauche ich Pfeile. Okay, ich muss die alle töten. Glaube ich. Shit. Nein, das war doch falsch. Mann, wo kriege ich den Schlüssel her? Ach Mann, es ist so nervig, Leute. Es ist ja so unglaublich nervig und frustrierend. Okay. Der wird nicht die Fledermaus... die Fledermaus wird nicht den Schlüssel haben, oder? Wenn, dann er hier. Nimm das! Okay. Zumindest haben wir einen Schlüssel bekommen. Ja, aber jetzt haben wir gar keine Waffen mehr gerade. Mann! Das war jetzt eigentlich ein echt geiler Start.
Jetzt bräuchten wir halt Pfeile, damit wir zumindest weiterkommen. Komm schon. Gönn irgendjemand mal Pfeile. Haben wir hier was zum Schieben? Nope, gar nichts. Boah, das ist ja mega stressig, oder? Ja, hier kann ich gar nichts machen. Ich hab ja nichts mehr zum Angreifen. Wenn jetzt irgendwo hinter mir eine Tür zugeht und ich muss alle Gegner töten, dann war's das. Oh, das ist gut. Ich muss alle Gegner töten. Ah. Habe ich jetzt aber Glück gehabt, dass ich das Ding bekommen habe. Ein Keks. Aber ich habe halt trotzdem keine Pfeile, ne? Keine Waffe. Gar nichts krieg ich. Junge, jetzt gönn doch mal irgendwo ein paar Pfeile, bevor ich zum Boss muss. Was war's sonst? Wenn ich zum Boss gehe und ich habe keine Pfeile, dann bin ich erledigt. Ja, das ist geil, aber... Wenn ich keine Quelle habe, dann nützt mir das halt auch gar nichts. Hier kann ich auch nichts machen. Okay, zumindest ein paar Bomben. Los, zack. Ich könnte mal versuchen, die Kiste im Shop noch zu öffnen. Scheiße. Ich gehe noch mal oben rechts kurz rein. Ich glaube, ich gehe auch noch mal zurück und gehe in den Shop rein. Geh nochmal in den Shop rein, oder? Und guck mal, ob in der Kiste vielleicht Pfeile sind. Das ist gerade so meine einzige Möglichkeit, vielleicht noch ein paar Waffen zu erhalten. Ansonsten, ihr könnt mir auch gerne mal Tipps geben. Ich bin irgendwie der Meinung, wir werden das heute nicht schaffen in diesem Run. Ich könnte theoretisch auch hier ein Start-Item mitnehmen. Irgendwas, womit ich ein bisschen Fernkampfschaden machen kann. Erstmal. Wo war denn der Shop? War der hier? Ja. Aber das ist gerade so das Einzige. Natürlich, da ist ein Fluch drin. Boah, und ich gebe 55 Rubine dafür aus. Kackwurst. Ja, es war gerade meine einzige Hoffnung, dass da noch ein paar Pfeile drin waren, Leute. Ich glaube, wir werden beim Boss mega verkacken. Und ich denke, diese Kombi, die ihr mir immer erzählt, ne? Macht doch den Boss mit Bomben. Da drei Bomben und er ist down. Aber selbst da brauche ich ja für den Endgegner auch noch mal... Für die letzte Phase von dem Boss brauche ich ja auch noch mal Pfeile dann. Oder? Ich denke schon. Okay. Wir müssen weitermachen. Ich sehe aktuell keine Möglichkeit, hier noch irgendwie... Oh kacke, ich werfe auch noch daneben. So... Rubine, zack. Keine Pfeile. Das Spiel gönnt aber auch einfach nicht, ne? Okay. Hier mal auf gut Glück. Nö. Nö, nö, nö. Und da ist Boss-Time. Ja, Leute, das war's. Mal wieder ohne Waffe. Ja, ich denke hier, ne, könnte man das gut machen. Ja, das war's, Leute. Ich habe keine Waffe mehr. Schade. Der letzte Run wäre es gewesen. Da hatte ich 40 Pfeile. War aber mein Fail. Ich gehe nochmal kurz zum Titel. War aber mein Fail halt, dass ich ja den Köcher gekauft habe und nicht den Bogen. Also wir brauchen Pfeile. Wir brauchen Pfeile am Anfang, glaube ich, oder? Ja, wir brauchen Pfeile. Anders geht's, glaube ich, nicht.
Okay, New Game. Charakter Evoli. Bonus-Item. Aber wir haben auch nicht... Wir könnten uns 10 Feuerorbs holen oder den Road of Stone. Ich glaube, das mache ich erstmal. Einfach damit wir einen Start... einen Start haben, oder? Weil ich glaube, sonst ist es nicht möglich, das zu schaffen. Also klar, du könntest das mit Glück schaffen. Aber ich glaube, in der Challenge würde ich das wirklich... Okay, wir kriegen schon Geld, wir kriegen Pfeile. Oh, das ist ein guter Start. So, wir droppen das. Equip. So, wir haben schon mal 3 Pfeile. Und wir haben diesmal auf jeden Fall schon mal grundsätzlich irgendwas, womit wir ein bisschen Schaden machen können. Okay. Ich werde trotzdem immer nur machen... Immer nur töten. Ich werde trotzdem immer nur versuchen, Gegner zu besiegen, wenn ich es machen muss erstmal. Oder wenn ich es easy machen kann. Zum Beispiel hier mit Krügen. So. Jetzt könnte ich hier drüben auch nochmal rübergehen, könnte auch nochmal einen weghauen. Zack. Immer in der Hoffnung, dass der vielleicht irgendwas droppen könnte. Ja, wir brauchen Pfeile, wir brauchen Geld, wir brauchen Bomben. Okay. Ja, der ist denkbar schlecht. Aber vielleicht kann ich... Ja, okay. 2 Schatzkisten. Mana, okay, ja. Die 2 denkbar schlechtesten Items haben wir bekommen. So, hier war noch ein Krug. Den nehmen wir mit. Okay. Ach, Mann. Warum denn immer nur so ein Käse, ganz ehrlich? Warum kriegt man denn nicht mal ein paar Pfeile? Das Ganze, die ganze Zeit über, weißt du, beschwere ich mich, dass ich diesen Bogen nicht haben will. Oder Pfeile nicht haben will. Und jetzt, wo ich mal was haben möchte, da kommt nichts. Ist doch nicht fair. Das ist doch wohl einfach nicht fair. Zack. Zack. Haben wir noch einen. Und... Oh, hier kriegt man gar nichts. Fabelhaft. Oh. Naja, das bringt mir nichts. Mano. So, Schlüssel. Und weiter geht's. Okay, hier haben wir nochmal 2 Typis. So, wir sind wieder zurück. Und nehmen die Schlüsseltür. Ist auch schon zu Ende, ne? Ja. Gefühlt einfach nichts bekommen. Also doch, wir haben schon einiges bekommen. Aber eigentlich nur Scheiße. Menno. Und wir brauchen eigentlich... Wir brauchen Bomben oder Pfeile, um den Boss zu besiegen. Richtig? Mit was anderem kann man den, glaube ich, nicht besiegen. Okay. Okay, hier direkt die Schlüsseltür. Dann müssen wir wohl hier oben erstmal lang. Ich habe 0 Money, ey. Oh. Hier alle Gegner töten? Oh, eine Erdbeere, dankeschön. 20 Pfeile, das ist gut. Tür geht auf. 20 Pfeile. Der Schlüssel, okay. Sind hier noch Gegner? Nope. Okay, ich gehe mal ganz kurz gucken. Hier haben wir noch ein paar. Mäuschen. 2 Stück. Ja, ein Stab wäre halt auch nicht schlecht. Aber der Start-Item-Stab, der ist halt auch echt... Ich mag den Steinstab halt nicht. Ich fände es cooler, wenn man den Ring of... den Stab of Rubies hätte. Stuff of Rubies. Der wäre Hammer. Zum Start, ey. Naja, man kann eigentlich alles haben, ne? Okay... Zack. Ja. Oh ja, zumindest ein paar Heil-Items. Warte mal. Geht's hier unten noch weiter? Grundsätzlich erstmal nicht. Und weiter geht's.
Aua. Schnell raus hier. Boah, es ist dunkel hier. Okay, ein bisschen Money. Zack. Hier ist weiter nix. Nee. Oh, hier ist... ich geh mal links. Links, 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 links. Yay! Okay, cool. Ich spare mein Geld natürlich. Auf den Bogen. Logisch. So. Oder kann man den Bossen mit anderen Waffen auch noch Schaden zufügen? Ich glaube, das geht nur mit dem Bogen, oder? Oder mit Bomben. Ich glaube, was anderes brauche ich da gar nicht anfangen. Das gibt's doch nicht. Okay. Heil-Items wirken nicht. Was muss ich machen? Boah, das ist ja mies, ey. Heil-Items wirken nicht und ich muss 9 Herzen collecten. Damit ich, den Fluch remine. Das heißt, 9 Herzen, die nicht wirken. Und dann ist der Fluch wieder... Geschichte. Dann kriegt ihr erstmal die 9 Herzen. Boah, und ich kann mich so lange halt nicht heilen. Okay, geil, da ist er. Gut, Leute, wir haben erstmal eine Waffe. Ich würde mich ja jetzt heilen, aber es ist useless. So. Zack, Bogen. Okay, geil. Mann, das kann ich auch nicht benutzen. Aber das kann ich usen erstmal. Für später. Okay. Ich würde aber sagen, ich benutze erstmal die Feuerorbs, um weiterzukommen. Ich muss jetzt 9 Herzen collecten. Oh, da ist das. Oh, das wäre so geil, wenn ich jetzt die Erweiterung kriege oder den großen Köcher. Aber ich habe halt kein Geld. Okay, pass auf. Räumen den hier. Geil, alle getroffen. Und 2 Herzen. Damit haben wir schon mal 2 weg. Eieiei, Leute. Das wird alles mega heftig werden hier. Okay, haben wir hier drüben noch einen Krug? Jo. Dann würde ich mal kurz den Ritter weghauen. Auch kein Heilung. Okay. 25 Money, das gefällt mir. Ansonsten die lasse ich erstmal stehen. Kacke, die muss ich töten. Herzchen? Ah. Keine Herzchen. Das sind immer noch 7. Boah, ich hoffe, ich kriege irgendwo Herzchen. Bitte, bitte, Leute. Okay. Okay, Schatzkiste ist cool. Heilt mich jetzt halt einfach auch nicht, ne? Wie unfair. Och, Mann. Ich kann wieder übelst schlecht wirtschaften und hier den Typen... Ach, Mann, 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 Mann. Okay, 2 Herzen. 2 Herzen, ich... Ach, ich kann es gar nicht benutzen. Okay, dann... Ja, dann lass ich es erstmal liegen. Dann lass ich es erstmal liegen und später ab. Drop. In der Hoffnung, dass ich... vielleicht noch 7 Herzen bekomme. Zählt das eigentlich? Das zählt nicht als Herz. Na klar. Okay, wir haben noch 8 Orbs. Komm hier, weg damit. Nix. Nix bekommen. Steine kann ich nicht verschieben. Nö. Sehr schön. Ja. Da war keine Herz drunter. Kann ich hier irgendwas verschieben? Nö. I didn't see anything. Okay, es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Hier haben wir auch ganz viele Gegner. Aber ich glaube nicht wichtig zum Umbringen. Ah. Ja. Alter, ist hier was los? Ein Powerstern wäre geil. Hilfe! Oh nein. Oh, ist das nervig aktuell. Okay, es ist bis jetzt die beste Runde. Aber ich... Ich
kackt natürlich wieder rein mit so einem blöden Fluch, ne? Na, das lasse ich auch liegen. Bringt mir aktuell nichts. Ist einfach nur Platzverschwendung. Leute, ich brauche Herzchen. Ich krieg Rubine. Brauchst du einfach mal Kackherzchen und dann kriegst du nix? Ich bin auf Etage 3. Ich brauche die Heilung für den Boss. Hier ist nix zum Verschieben, okay. Ich glaube, ich muss alle Gegner töten. Keine Herzchen. Wer hätte es gedacht? Ich muss alle Gegner töten, ne? Ich glaube, da wäre es worth gewesen, einen Bogen zu benutzen. Na egal. Nein! Okay, ich krieg Bomben. Das ist cool. Ich bin auf 5 Herzen, Alter. Kriege ich diese ganze Kohle hinterhergeschmissen? Ich brauche das alles nicht. 322 Rubine. Aktuell brauche ich das nicht. Gebt mir doch einfach ein paar Herzen, Leute. Ich muss auch alle Gegner töten. Ja, geil. Ist das hier auch noch was? Oh, die kann man stacken, cool. Nö. Da würde ich tatsächlich mal... Ja, sehr schön. Komm schon. Hallo. Hier oben musst du lang. Kann ich hier irgendwas? Ich glaube nicht. Ich benutze mal kurz den Bogen für den einen. Okay, noch 3. Ah, oh, das schaffe ich nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ich habe noch ein Orb. Ja. Und das... Was? Ein scheiß Herz noch. Komm schon. Okay. Nope. Hier haben wir nichts zum Verschieben. Hier war jetzt dieser riesige Raum, ne? Mit diesen ganzen Gegnern, oder? Ich bin ehrlich, den würde ich auf jeden Fall so ausschalten und dann werfe ich drüben eine Bombe rein. Ja, da ist es. Geil. Oh, schön. Dankeschön, Dankeschön. So. Oh, schön. Ist das nicht schön, Leute? Geil. So. Pfeile müssen wir sparen. Ja. Ich gehe mal kurz hier drüben rein. Bomben, sehr schön. Oh ja. Oh ja. Sagte er, wir müssen Pfeile sparen. Was machte er? Er brachte alle um. So, nochmal 75 Rubine. Ein Shop wäre jetzt immer geil, oder? Warte mal. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wo hat das hingeführt? Wo hat das hier hingeführt? Da komme ich doch nur... Da komme ich nur zurück, oder? Hier war ich ja schon. Ach nee. Oh. Ja, wollen wir das machen? Ich meine, wir könnten uns beide Sachen kaufen. Ich glaube, das mache ich. Jetzt sind wir halt... Jetzt sind wir halt Ultra-Bogenschütze aktuell. Ich weiß aber nicht, ob das gut war. Wir brauchen jetzt halt noch Pfeile, ne? Die müssen jetzt halt kommen. Kann man die sich eigentlich irgendwo kaufen oder kann man die nur finden?
Wenn ich mir jetzt so drüber nachdenke, ist mir noch nie aufgefallen, dass ich irgendwo Pfeile kaufen konnte. Glaube ich. Okay, das hat nichts gebracht. Nope. Kann ich hier irgendwas verschieben? Nope. Okay, es gibt hier schon wieder so viel zu tun, ne? Oh oh. Ja, ich glaube, hier mache ich erstmal nicht weiter. Ah, es ist ein großer Raum, okay. Kann sein, dass ich da weitermachen muss. Es geht hier noch nach oben, oder? Und nach rechts? Nach rechts? Okay. Ich muss nach hier. Und ich muss auch... Mann, ey. Okay. Ja, wo muss ich denn lang jetzt? Unten? Wo ist denn die nächste Tür? Ich will keine Pfeile ausgeben, Leute. Aber hier ist nirgendwo eine Tür. Oh! Sehr schön. Ja, ich habe genau den Gegner getötet. Ey, das war auch schon wieder richtig lucky. Ich habe gar nicht gesehen, dass irgendwo noch eine Schlüsseltür ist. Wo sind die? Wo haben wir denn die Schlüsseltüre? Sorry, aber die habe ich irgendwie übersehen. Ich hatte vorhin mal eine Karte, oder? Für eine Sekunde. Ist sie hier oben? Wo ist denn die Tür? Wisst ihr, wo die Tür ist? Also wir müssen theoretisch jetzt erstmal nur beim Boss klarkommen. Beziehungsweise vom Boss wegkommen. Okay, wir haben da noch einen Raum. Und da noch zwei Räume. Warte mal. Geht's hier noch rechts? Ja, stimmt. Hier war ich noch gar nicht. Lol. Kacke. War auch denkbar dumm, da reinzugehen. Jetzt haben wir nur 13 Pfeile. Yippie-i-yo. Okay, wir müssen hier nach unten? Ne, hä? Das heißt, wir müssen... Hier? Kann ich hier... Ach, hier kann ich runter. Okay. Dann ist hier die Schlüsseltür. Nee. Hä? Dann muss hier die Schlüsseltür sein. Jo, okay. Und hier ist der Boss. So, Leute. Ich versuche das jetzt so zu machen, wie ihr das mir gesagt habt, dass ich am Anfang mal kurz warten muss, ne? Bis die ihren Kreis bilden. So, dann lasse ich die eine Runde hüpfen und jetzt... Okay, ja, war scheiße. Ja, nicht so geil. Ba, 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 ba. Dem, dede, dem. Sehr schön. Okay, ich glaube, den Rest mache ich mit Pfeilen, oder? Ah! Sagte er, aber hatte gar nicht die Pfeile ausgerüstet. Okay. Hä? Ich kann den nur mit Bomben erledigen.
Scheiße. Kann doch nicht wahr sein. Kann ihn nur mit Bomben töten. Ja, Leute. Ich würde sagen... Ich würde sagen, das war unser erster Versuch, einen Swordless Run zu machen. Okay. Für die Zukunft muss ich mir merken, ich brauche für den... Für die letzte Phase von dem Boss brauche ich Bomben. Ich dachte, ich kann es andersrum machen. Aber nein, das funktioniert nicht. Das heißt, für die erste Phase brauche ich Pfeile, für die zweite Phase brauche ich Bomben. Ich hatte eigentlich perfekte Voraussetzungen. Ich, ja, habe sie nur nicht richtig genutzt. Vielleicht sollte ich mir mal einen Run angucken, bevor ich das selber spiele. Was meint denn ihr? Oh. Könnte ganz gut sein. Okay, das war jetzt erstmal ein bisschen Praxis, ein bisschen Learning by Doing. Wir haben gemerkt, es ist erstmal vor allem für den Anfang super schwer, auf so einen Stand zu kommen, wie wir jetzt hatten. Wir hatten eigentlich mega Glück. Ich denke, wir wären mit dem Bild weit gekommen. Hätte ich es richtig gemacht. Tja. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen heute ein bisschen kürzer, aber es lohnt sich jetzt nicht, noch einen Run anzufangen. Ich habe leider nicht ganz so viel Zeit mehr. Aber fürs nächste Mal wissen wir das. Wir werden es beim nächsten Mal nochmal versuchen. Schreibt mir gerne ein paar Tipps, wie ihr es machen würdet, in die Kommentare. Also, beziehungsweise, was ich noch besser machen kann und was ich für Items brauche für die anderen Bosse vielleicht. Kann ich die anderen Bosse dann mit... Kann ich die mit dem Bogen besiegen oder brauche ich da auch Bomben? Was brauche ich für Items, um die Bosse zu besiegen? Das ist, glaube ich, eher das, was mich jetzt interessiert. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.